Die Sammlung von Hubert Loser ist eine ganz besondere, eine ganz spezielle, feine, wo man diese Mischung aus Konzeptualität und Emotionalität, also Herz, und einer konzisen Ausrichtung spürt. Sie hat sich über Jahrzehnte entwickelt und Hubert Loser hat ganz besondere Schwerpunkte hier herausdestilliert, vom Surrealismus in den abstrakten Expressionismus hinein, Arte Povera bis in zu neueren Positionen der Kunstgeschichte. Und entscheidend ist ein dialogisches Moment. Man sieht dieses Zusammenspiel etwa im Werk von Willem de Kooning, einerseits in der Malerei und auf der anderen Seite in der Bronzeskulptur. Das heißt, dass die einzelnen Kunstwerke wie Individuen sind, die miteinander zu kommunizieren beginnen. Und das ist das ja Einzigartige in der Sammlung Hubert Loser. Im Laufe der Zeit war es mir ein großes Anliegen, zwischen den Künstlern und deren Werke in meiner Sammlung Dialoge zu schaffen. Der erste Dialog, den ich geschaffen habe zu einer Skulptur von Brignoni, ist diese Zeichnung von Achille Gorki. Ich glaube, dass wenn Werke im Dialog stehen, dann ist das einzelne Werk viel bedeutungsvoller, als wenn man einfach die Werke für sich alleine anschaut. Davon ausgehend habe ich natürlich immer weiter solche Dialoge entwickelt und das ist ein großes Merkmal meiner Sammlung. Achille Gorki war Emigrant in den 20er Jahren und beeinflusste de Kooning, Pollock und verschiedene andere Amerikaner, welche sich dann mit ihm zum abstrakten Expressionismus zugewendet haben. Warum kaufe ich so ein Blatt? Gorki war zu jener Zeit und teilweise bis heute eher unbekannt, total untervertreten in den europäischen Museen. Und eine meiner Ziele mit der Sammlung war, dass ich Werke habe, welche sich nicht überall eingefunden haben. Wenn Sie auf der rechten Seite die surrealistische Figur von Achille Gorki sich anschauen und auf der anderen Seite mein Werk, das ich schon 20 oder 25 Jahre früher gekauft habe, von Serge Brignoni, dann ist hier ein so starker Bezug, dass ich nicht anders konnte, als diese Arbeit auch wieder an einer Auktion zu kaufen. Hubert Loser habe ich vor nun 10 Jahren kennengelernt, als einen Mann, der weiß, was er will, als einen Mann, der die Qualität im Zentrum hat. Sein Sammeln war für ihn mehr als Leidenschaft, ja fast Profession. Es geht ihm auch um diesen musealen Anspruch, um diese Qualität jedes einzelnen Kunstwerks. Und so ist auch seine Sammlung entstanden. Also wenn er eingekauft hat, da hat er 20 Mal Nein gesagt zu einem Werk, bevor er sich dann für eine Arbeit wirklich entschieden hat. Das zeigt, dass Hubert Loser auf Langfristigkeit, auf Nachhaltigkeit setzt, dass er Werke gekauft hat, die zu dem damaligen Zeitpunkt für ihn noch erschwinglich waren und die heute eigentlich aufgrund der musealen Qualität und aufgrund der enormen Marktentwicklung nicht mehr erschwinglich sind. Das sieht man wirklich, was für eine museale Sammlung Hubert Loser aufgebaut hat. Zu Beginn meines Sammelns habe ich mich mit Zeichnungen auseinandergesetzt und als ich dann diese Silhouette von Picasso gesehen habe, war das auch wieder Impuls, im zeichnerischen Bereich weiterzumachen. Ich habe jetzt ein großes Konvolut von Zeichnungen von sehr einflussreichen Künstlern wie Andy Warhol, David Smith und vor allem auch de Kooning. Und dieses Werk habe ich circa 1993 gekauft,
nachdem ich über 30 Jahre Schweizer Kunst und auch gewisse europäische Künstler gesammelt habe. Als ich dieses Werk das erste Mal in einem Auktionskatalog gesehen habe, war ich natürlich sehr beeindruckt. Ich brauchte einige Zeit, um den Mut zu fassen, so ein Werk zu kaufen, und ging dann nach New York an diese Auktion. Und dann am nächsten Tag hatte ich das Glück, dass nicht allzu große Mitbieter anwesend waren, und ich konnte zu jener Zeit natürlich für mich das teuerste Werk, das ich je gekauft habe, akquirieren. Einer der schönsten Momente mit dieser Skulptur war die Begegnung anlässlich einer Ausstellung in London, wo das Modell Lydia Corbett anwesend war und wo sie natürlich auch sehr begeistert war, diese Geschichte auch auf diese Art und Weise zu kennen. Picasso ist einer der einflussreichsten Künstler. Diese Skulptur ist eine Zeichnung und es ist Malerei drin. Das ganze Genie von Picasso ist in dieser Arbeit. Mit diesem Werk habe ich dann so etwas wie ein Benchmark geschaffen. Ich wollte, dass die zukünftige Sammlung auf hohem Niveau bleibt. Und so ging es dann später weiter mit De Koning und anderen einflussreichen Künstlern. Ja, das ist, was man mit einem Werk bewegen kann. In meiner fast 50-jährigen Sammlertätigkeit und in der Zuwendung auf Surrealismus, abstrakter Expressionismus, Minimalismus und Arte Povera habe ich eine Zeit ausgewählt, wo die Kunst einen großen Umbruch erlebt hat. Und darauf habe ich mich konzentriert, um Geschichte zu schreiben in der Kunstentwicklung. Somit habe ich mich nicht auf die Gegenwartskünstler, die lebenden Künstler konzentrieren können. Aber ich wollte und suchte unbedingt 2, 3 Künstler, um den Weg bis zu heute dokumentieren zu können. Darunter ist vor allem Fabienne Verdier, die einen ganz speziellen Werdegang erlebt hat. Wir haben uns sehr viel getroffen. Ich habe eine größere Sammlung von ihr und habe das Glück gehabt, sie immer zu begleiten. Die Beziehung zwischen ihr und mir ist ein hervorragendes Beispiel, wie man sich gegenseitig bereichern kann. J'ai rencontré Hubert Loser en 2005, quand il est venu frapper à la porte de mon atelier. Et j'ai vu un homme, un humanisme, avec une force intérieure, une conviction, une exigence hors du commun. Et il est arrivé avec des dizaines de petites fiches où il avait écrit, étudié, fait des recherches sur toutes les œuvres de sa collection. Et je n'avais jamais rencontré de collectionneur avec un tel appétit de savoir ce qu'une œuvre d'art peut dégager dans l'espace, peut apporter au monde. Donc très rapidement, j'ai eu la chance, grâce à lui, d'être invitée dans sa collection et de réfléchir et de travailler et de pouvoir vivre auprès d'œuvres vivantes, auprès des chefs-d'œuvre qu'il a dans sa collection, comme De Kooning, comme Ellsworth Kelly, tous ces grands artistes autour desquels, Richard Serra, autour desquels j'ai travaillé, autour de Donald Judd. Et c'était une immense opportunité pour moi de grandir intérieurement, de réfléchir auprès de ses œuvres d'art. Et ce qui m'a toujours touchée, c'est qu'il il avait besoin de réfléchir non pas à ce qu'une œuvre seule peut dégager, mais ce qu'une combinaison d'œuvres, une communauté d'œuvres dans un espace peut apporter au monde. Une réflexion sur ce que l'âme humaine peut
offrir au monde de sa contemplation des choses. Donc j'ai tellement appris pendant 10 ans d'amitié, d'échange, de travail, jusqu'à aujourd'hui. Donc il a présenté tous ces 5 grands tableaux que j'ai créés pour sa collection dans différents musées, auprès de différentes œuvres, ce qui a apporté beaucoup. Robert Loser m'avait demandé de réfléchir à ce travail de Richard Serra, qui essaye de représenter cette matière, le poids de cette matière universelle. J'ai voulu répondre à ça par un energy field, c'est-à-dire peut-être cette idée de sur cette petite terre, qu'est-ce qui représente le plus de manière poétique l'énergie du vivant. Ce qui m'intéresse depuis une 40aine d'années, c'est la contemplation du réel et de la complexité du réel. Comment exprimer l'essence du vivant ? Et pour moi, l'essence du vivant n'est pas quelque chose de fixe. Et on a toujours l'envie ou le désir de fixer les choses et les concepts. Or, l'essence du vivant est un mouvement incessant, continu, en constante transformation. Donc je n'ai eu de cesse de chercher avec mon pinceau à raconter cette histoire de la spontanéité et de ces instants de vibration du vivant. Face des Richard Serra qui parle de cette atmosphère et de ce grand trou noir cosmogonique, c'est très émouvant de voir la fragilité et le côté éphémère et poétique de notre expérience du vivant. Et pour moi, le vivant, c'est une ligne d'énergie dans l'espace, en constant devenir, en constante mutation. Betreue die Sammlung schon seit einigen Jahren und Hubert Loser und ich haben die Sammlung einerseits wissenschaftlich aufgebaut und auf der anderen Seite haben wir Ausstellungen konzipiert, europaweit, in unterschiedlichen Konstellationen, zum Beispiel ein Dialog mit dem Museum Folkwang Essen oder in der Nationalgalerie in Oslo war die Sammlung Hubert Loser vertreten, also immer unterschiedliche Aspekte dieser Sammlung herauskristallisiert. Und nun für die Kunsthalle Krems ist mir das Thema der Linie, das Verhältnis Arbeiten auf Papier zur Skulptur in der Sammlung aufgefallen. Das habe ich herausgearbeitet. Als Beispiel ist Andy Warhol und Henri Matisse zu nennen. Eine frühe Arbeit von Warhol, die im Linearismus korrespondiert mit Henri Matisse. Und da gibt es weitere Beispiele, wo dieses Verhältnis fortgesetzt wird. Und für den Besucher entwickelt sich eine wunderbare Reise durch die Kunstgeschichte der Moderne von Gorki über Picasso bis Andy Warhol.